Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir sind hier wieder bei den Sims gelandet und heute geht es natürlich weiter mit unserem Springfield Zoo und heute machen wir uns ran, das Big House zu bauen. Das Big House ist aus der Spiele-App der Simpsons und ist ein, ja, würde ich mal sagen, Terrarium für Insekten und sowas. Aber ich werde es ein bisschen anders nutzen hier. Ich denke mir so ein paar kleinere Tierarten und so kann ich mir hier reinmachen. Ich baue das Ganze so, dass ich hier insgesamt 6 verschiedene Arten reinsetzen kann. Vielleicht mache ich auch ein bisschen die Gehege größer und dann passen insgesamt so 4 rein. Muss ich mal gucken. Ja, ansonsten ist das hier, wie ihr wisst, ist ja immer nur der Vorbau. Das Original wird sich im Blockmaterial ändern, weil das hier werde ich ja am Ende wieder wegbrennen. Aber bevor es rangeht, hier erstmal wieder was zu bauen, wurde mir mitgeteilt, dass wir durchs letzte Update noch die Funktion haben, Lava in Kessel reinzusetzen. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Bei Minecraft News stand das nicht drin, aber es funktioniert tatsächlich. Lava kann man in Kessel machen. Früher hatten wir nur Wasser oder Zaubertränke. Und jetzt geht auch Lava. Finde ich logisch. Warum soll es nicht gehen? So, ich überlege mir das Big House gleich vorne bei unserem Eingang hinzusetzen. Denn auch bei der Serie, sag ich mal, bei den Simpsons, gibt es vorne beim Eingang des Zoos auch ein paar riesige Gebäude. Und ich denke mal, das passt gut, wenn wir da das Big House hinsetzen. Für den Anfang würde ich mal sagen, holen wir uns einfach mal Keramik raus. Denn hellgrauen Beton. Denn ein paar polierte Granittreppen und Stufen davon, denn glatte Steinstufen brauchen wir. Denn holen wir uns für das Glas, denke ich mal, türkise Glasscheiben passen gut dazu. Kannst auch gerne blau nehmen, halt welche Variante dir am besten gefällt. Ja, dann denke ich noch ein paar Eisengitter holen wir uns da raus und ein paar Fichtenholzblöcke. Wenn wir alles zusammen haben, würde ich sagen, legen wir los. Erstmal würde ich sagen, ziehen wir uns ein bisschen den Eingang mit der Keramik. Da setze ich mir jetzt erstmal dreimal Keramik hin. Da an der Seite, dann zack, setze ich mir dreimal grauen Beton so ein bisschen nach hinten weg. Hinten dran setze ich mir dann einen Fichtenholzblock. Dann lasse ich 3 Blöcke Platz und setze mir dann hier auch nochmal einen Fichtenholzblock. Das wird dann schließlich dann hier später unser Eingang werden. Dann setze ich hier wieder dreimal hellgrauer Beton hin. So, dann wieder unsere Keramik hier ran, dreimal. Und dann haben wir so ein bisschen unseren Eingang schon mal gezeichnet. So, das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen in die Höhe ziehen und dabei machen wir jetzt nur die Keramik und den Beton ziehen wir jetzt ein bisschen höher und zwar auf eine Höhe von insgesamt 13 Blöcken. So, wir zählen hier nochmal gemeinsam, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 Blöcke, das machen wir mal hier fix. Wenn wir das dann erstmal auf 13 Blöcke hochgezogen haben, geht es weiter und zwar auf der Vorderseite bei unserer Keramik. Da platzieren wir ganz unten erstmal polierte Granittreppen. Das machen wir auf beiden Seiten hier. So, dann stampfen wir unsere Keramik und setzen auf der Keramik eine weitere Keramikschicht. So in etwa, dass wir hier eine 0 oder ein ganz großes O drauf platzieren, dass wir in der Mitte hier alles noch frei haben. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Wenn wir das denn haben, geht es weiter mit unserem hellgrauen Beton. Jetzt müssen wir an sich hier das Ganze mal oben ein bisschen miteinander verbinden. Machen wir mal. Wenn wir das verbunden haben, können wir das Ganze noch ein bisschen verstärken, indem wir hier an den Ecken jeweils nochmal eine weitere Reihe von unseren Beton platzieren. Und wenn wir das dann haben, beginnen wir jetzt schon mal die Tür und sowas uns reinzubauen. Da schneiden wir uns nochmal unsere Holzblöcke und platzieren darauf nochmal 3 weitere, dass wir die Tür insgesamt so auf 4 Blöcke hoch haben. Können den hier oben auch einmal zuziehen. Und wenn du möchtest, kannst du hier schon gleich die Tür ein bisschen reinsetzen. Ich mache mir das Ganze auch noch so, dass es nach, naja, würde ich mal sagen, dass die Tür offen ist. Von daher kannst du entscheiden, ob sie nach außen aufgeht oder nach innen aufgeht. Ich mache es jetzt einfach mal hier nach außen auf. Mache mir die Eisengitter noch als Griffe hin und fertig wäre das Ganze. So, jetzt schauen wir uns noch mal bitte unsere Keramik und setzen jetzt hier nochmal, würde ich mal sagen, nicht unbedingt 4 Blöcke hin. An sich platzieren wir darauf jetzt ein. Lassen 2 Blöcke Platz und setzen dann oben nochmal einen hin. Also an sich sind es ja 4 Blöcke, naja, oder 4 Ebenen. So, machen wir einmal so. Dann nehmen wir nochmal unsere polierte Granittreppe. Ich sage einfach mal Treppen dazu. Jo. Nehmen wir einmal die Treppen hin und führen das Ganze hier so aus, dass die Treppen sich miteinander hier ein bisschen so verbinden. So, dann nehmen wir nochmal unseren Beton zur Hand und platzieren jetzt hier oben drauf eine weitere Betonschicht. Lassen dann 2 Ebenen frei und setzen hier ganz oben in der Mitte auch nochmal eine Betonschicht. Dann können wir, wenn wir möchten, hier schon mal unsere Glasfenster reinsetzen. Schon mal das erste hier. Und dann schnappen wir mal, würde ich mal sagen, die Granitstufen und setzen jetzt über der Tür hier bei der
Keramikschicht eine Reihe hin und dann hier oben bei der letzten Keramikschicht machen wir auch nochmal davon eine Stufenschicht hin und darauf platzieren wir eine Steinstufenschicht. Wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter jetzt oben. Da ziehen wir jetzt schon das Dach auf bei unserem Eingang. Wir nehmen unseren Beton wieder zur Hand und setzen jetzt hier an der Seite, würde ich mal sagen, eine Breite von 2 Blöcken an sich hin. Das Ganze ziehen wir rüber bis zur anderen Seite. Haben wir das darauf platziert, machen wir jetzt, würde ich mal sagen, auf der Rückseite so ein bisschen, wie es nach oben geht. Da setzen wir erstmal eine Schicht komplett hin. Da machen wir noch eine weitere Schicht hin, sodass wir an der Seite einen Block halt noch überstehend haben. So, dann lassen wir an den Seiten 2 Blöcke überstehen und setzen hier wieder so eine Schicht hin. Dann wieder an den Seiten 2 überstehen lassen, hinsetzen und oben halt noch einen. Dann können wir das Ganze auch ein bisschen nach vorne ziehen, dass wir hier an der Seite erst einsetzen. Denn einen. Fällt mir auf, da müssen wir jetzt hier wieder einen so ein bisschen nachziehen. So, dass wir an der Seite einen, da machen wir 2 hin, da auch nochmal 2 hin, dann müssen wir hier oben nochmal einen nachziehen. Ups, so, und dann nochmal 2, ganz oben ein. Ja, so in etwa soll es passen. Also, dass wir an der Seite halt einen haben, 2er, haut oben sollte einer sein und dann passt das Ganze. Dann werden wir jetzt erstmal mit dem ersten Eingang fertig, geht es jetzt erstmal an den Seiten, dass wir dann auch nach hinten kommen, um den Eingang theoretisch noch einmal zu bauen. Jetzt schnappen wir uns erstmal die Keramik und gleich hier daneben, so schräg davon, setzen wir erstmal 2 Keramikblöcke wieder. Das Ganze machen wir jetzt auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 10 Blöcke an sich. Das Ganze können wir hier auch nochmal so hochziehen. Super. So, jetzt davon gehen wir jetzt einfach mal einer zur Seite wieder und platzieren 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, das Ganze machen wir gleich auf eine Höhe von 2. Denn hier setzen wir noch einen weiteren Block ran und den ziehen wir auf die gleiche Höhe, wie wir die 2 schon hatten, also auf 10 Blöcke insgesamt. So, jetzt machen wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach hinten, 2er Höhe, setzen hier wieder 2 hin. Das Ganze machen wir auch wieder auf eine 10er Höhe. Wir können uns immer hier gleich richten, wie wir das schon gezogen haben, brauchen wir also nicht mehr 10. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke langziehen. 2er Reihe, ne? Dann machen wir hier wieder so einen 2er 10er hin. So 10 brauchen wir ja nicht. Wir können ja einfach gucken, ob das denn auch so passt mit den anderen. Jo. Dann machen wir wieder einen 5er hin. Zack. Auf 2er Höhe. Und dann hier wieder einen 10er. Zack. So. Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du das Ganze noch ein bisschen länger ziehen möchtest. Dann machst du einfach dieses Muster weiter. Theoretisch müsstest du dann hier hinten dann auch wieder erstmal einen 2er hinsetzen, ne? Auf 10er Höhe. Und dann kannst du dir das Ganze auch länger ziehen. Ich lasse mir das Ganze so bei 3 freien Fensterschichten hier. Denn weiter möchte ich nicht gehen, denn hier kommt ja langsam die Hecke und ich mache mir hinten, denke ich mal, noch vielleicht so einen Weg oder so raus. Und daher lasse ich mir das Ganze. Aber du kannst es dir gerne weiter nach hinten ziehen, wenn du noch Platz hast. Gut, aber wenn wir es jetzt so halt lassen wollen oder halt am Ende sind, dann gehen wir jetzt hier am Ende bei den Einer auch wieder zur Seite weg. Einfach mit 5 Blöcken, wieder 2er Höhe. Dann haben wir hier wieder so einen 2er, den machen wir wieder auf 10 Blöcke. So, bevor wir jetzt hier einfach mal weitermachen, würde ich sagen, machen wir dieses System nochmal komplett auf der anderen Seite, damit wir so ein bisschen gleich auf sind. Ich werde hier ein kleines Zeitraffer machen, aber an sich ist es genau das gleiche Maß, wie wir da drüben haben. So, haben wir denn beide Seiten erstmal auf diesen Stand, geht es jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. Ich habe die eine Seite, die ich jetzt sowieso schon Zeitraffer gemacht habe, noch ein bisschen weiter gebaut. Und zwar einfach zeigen, so sollen wir es jetzt so ein bisschen bauen. Und zwar, wie meine ich das? Ich mache es am besten hier auf der Vorderseite, da wo wir noch den Eingang haben. Und zwar machen wir jetzt an sich diese Streben, die wir auf 10 Blöcke hochgezogen haben, noch etwas dicker, damit sie dann natürlich stabiler sind. Wir platzieren unten immer dran unsere Treppen, hier unsere Granittreppen. Und jetzt hier an den Ecken, würde ich mal sagen, machen wir immer hier so, dass halt die Ecke umfasst und bei den 2er halt immer unten so auch 2 Granittreppen. Ja, wenn wir das dann an sich haben, platzieren wir darauf dann einfach eine weitere Keramikschicht, die dann einfach komplett auf die gleiche Höhe ziehen, wie an sich das hier alles schon ist. Um das Ganze halt ein bisschen dicker zu machen, an den Ecken müssen wir natürlich ein bisschen mehr setzen, insgesamt halt 3 Blöcke. Wenn wir das dann auch erstmal soweit haben, würde ich sagen, machen wir auf der Rückseite, würde ich mal sagen, den gleichen Eingang, wie wir auf der Vorderseite haben, damit wir jetzt hier nicht so ein bisschen verwirrt sind, warum das jetzt hier noch so offen ist. An sich ist der komplett gleich aufgebaut, nur halt, dass wir ihn jetzt auch nochmal auf der Rückseite bauen. Ja, ich würde sagen, ich zeichne euch ein bisschen den Grundriss an, den Rest nehmen wir einfach von der Vorderschicht. Also,
jetzt hier vorne einfach mal von den Treppen gehen wir aus, dass wir hier einfach mal dreimal die Keramik hinsetzen. Denn gleich danach setzen wir dreimal den Beton so nach hinten weg. Können hier schon unseren Holzblock hinsetzen für die Tür. Drei Blöcke Platz lassen, nochmal einen Holzblock hinsetzen. Dann hier wieder dreimal den Beton hinziehen und dann hier zur Seite weg. Unsere Keramik und sollte perfekt anschließen. So, die Dinger waren nochmal auf 13 Blöcke insgesamt hoch. Das Schöne jetzt hier beim Hintereingang ist, man muss eigentlich gar nicht zählen. Man kann sich hier einfach von diesen Pfeilern ausrichten. Man weiß ja, die sind 10 Blöcke hoch. Und dann guckt man einfach, dass man hier 3 Blöcke höher ist und schon braucht man nicht zählen und kann hier alles perfekt auf eine Höhe ziehen. Gut, so, der nächste Schritt wäre, würde ich mal sagen, dass wir die Keramik auf der Rückseite ein bisschen verstärken. Ne? Dieses O einmal draußen platzieren. Wenn wir das dann dran haben, würde ich sagen, verbinden wir noch ein bisschen unseren Beton oben. Und wenn wir ihn miteinander verbunden haben, machen wir erstmal hier die Mitte voll, ne? Also unten setzen wir einmal die Tür hin. Okay, wenn wir die Tür hin haben, würde ich sagen, machen wir darauf noch so dieses ein bisschen Dekorative. Okay, wenn wir das dann haben, machen wir oben natürlich noch zum Schluss das Fenster rauf. Sehr schön. So, dann haben wir schon die Rückseite auch so gut wie fertig. Fehlt noch oben natürlich das Dach einmal raufsetzen. Okay, super. So, dann haben wir das schon mal geschafft und jetzt können wir weitermachen mit dem nächsten Schritt. Beim nächsten Schritt richten wir uns wieder an den Seiten aus. Ich habe die eine Seite schon wieder vorbereitet, damit du siehst, was kommt. Und zwar ziehen wir jetzt Streben rein. So, gehen wir auf der Seite, wo ich es noch nicht habe. Und zwar ganz einfach, wir richten uns von unten aus. Da ziehen wir einfach mal 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. ziehen wir hier einfach mal eine Strebe rein. So, wunderbar. Danach lassen wir 2 Blöcke Platz und setzen ganz oben auch nochmal eine Strebe hin. Super. So, das müssen wir eigentlich jetzt hier überall einmal machen, aber das ist ja noch nicht genug. Jetzt kommt noch ein bisschen Bonusmaterial, weil das ist ja jetzt ein bisschen Massenarbeit. Das macht man natürlich hier einmal auf der Seite, wie nochmal auf der anderen Seite. Und zwar, nachdem wir die Streben reingesetzt haben, platzieren wir hier unten auf der Viererebene an sich eine Glasschicht. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach oben und hier könnte es theoretisch auch eine Glasschicht sein, aber hier auf der Vorder- wie Rückseite machen wir keine Glasschicht hin, sondern eine Betonschicht. Einfach hier hellgrauer Beton hin. Aber auf den Seiten hier, wenn wir hier nochmal solche Streben haben, zack, ich mache mir das hier einfach mal schnell, einfach mal diese 2 Streben hingezogen. So, machen wir keine Betonschicht hin, sondern eine Glasschicht. Denn die Glasschichten sind oben nur auf den Seiten und auf der Vorderfront machen wir dafür dann halt eine Betonschicht hin. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Es gibt noch ein bisschen Bonusmaterial für diese ganze Massenarbeit. Und zwar machen wir über den Glasfenster unten, den Vierern, einfach mal noch mit Steinstufen hier eine Schicht hin, um das so ein bisschen so abzuschließen. Und ganz oben machen wir auch nochmal eine Schicht hin. Entweder nimmt man jetzt Steinstufen oder Granitstufen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich da nehmen möchte. Aber ich finde irgendwie, wenn man Steinstufen nimmt, sieht das besser aus. Oder Granitstufen. Nee, ich nehme lieber Granitstufen. Sieht doch ein bisschen besser aus. Wenn wir dann mit den Seiten dann erstmal so ein bisschen fertig geworden sind, geht es gleich weiter mit den Seiten. Und zwar machen wir jetzt noch so einen kleinen Abschluss. Und zwar platzieren wir jetzt immer auf unseren Verstärkungen hier an den Seiten, immer auf der vordersten Schicht hier nochmal ein paar Granitstufen. Hier an den Ecken müssen wir natürlich hier einmal hier so 3 platzieren wieder. Ansonsten immer so 2 hin. Das machen wir einfach, bis wir hinten angekommen sind. So, und dann hier nochmal zum Eingang verbinden. Wunderbar. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Hier habe ich schon ein bisschen so vorbereitet. Und dann sollte das Ganze jetzt auch erstmal so aussehen. Und ich hoffe, du hast auch daran gedacht, dass wir halt auf der Vorderseite an den Seiten immer oben eine Betonschicht haben. Auf der Rückseite ist genau das gleiche Spiel. So, eine Sache machen wir noch, bevor wir jetzt mit dem Dach anfangen. Und zwar eine kleine Vorbereitung fürs Dach. Und zwar nehmen wir einmal unseren hellgrauen Beton zur Hand. Und beim Eingang jeweils hier an der Seite, genau bei der Mitte bei unserer Keramik ganz oben, ziehen wir nochmal eine Betonstrebe. Dies ist so eine kleine Verstärkung später für unser Dach. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Einfach hier bei der Mitte hier von unserer Keramik ziehen wir so eine Strebe lang. Ja, dann tun wir mal das Blockmaterial weg und holen uns aus der Kiste das letzte raus. Und zwar ist das hier alles für unser Dach gedacht. Dabei holen wir uns noch mal ein paar Steinstufen raus, denn glatter Stein, an sich der komplette Block, denn grauer Beton, das wird unser Dach werden und schwarzer Beton dazu. Dann holen wir uns noch ein paar Glasblöcke raus. Ich nehme natürlich jetzt türkise Glasblöcke, genauso wie ich die Scheiben verwendet habe als türkis. Wenn du da eine andere Farbe hast, empfehle ich dir jetzt auch davon den gleichen Block zu nehmen. Na gut, ansonsten holen wir uns noch eine steinzige Stufe raus und ich denke mal ein Witcher-Schädel-Skelett als Deko sollte auch dabei sein. Ja, wenn wir dann das Ganze haben, würde ich sagen, legen wir los und zwar erstmal mit dem, was gleich weg kann und zwar unseren glatten Stein und sowas. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass wir auf der Vorder- und Rückseite unseres Eingangs so eine kleine
ja, Gravur oben hin machen. An sich ist bei der Spiel-App-Version oben so eine Steinspinne. Haben wir jetzt in Minecraft nicht unbedingt. Da kann man natürlich jetzt Bilder hinmachen oder andere Steine, die irgendwelche Gesichter drauf haben oder so. Aber ich denke mir, so ein Witcher-Skelett für so ein paar Terrarium-Tierchen passt eigentlich relativ gut. Und ja, so ein bisschen in Steinrahmung kann man ja machen. Das machen wir dann natürlich nochmal auf der anderen Seite. So, andere Seite habe ich auch nochmal schnell gebastelt. Nö, relativ simpel. Und wenn wir das haben, geht's los mit dem Dach. Wenn wir jetzt mit dem Dach anfangen, habe ich hier schon mal auf der einen Seite das Ganze so ein bisschen vorgefertigt, damit man es schon mal ein bisschen begreifen kann, wie das hier ja, sich entwickeln soll, das Dach. Das machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Wir beginnen ganz einfach, würde ich mal sagen, am liebsten erstmal an den Seiten. Dass wir erstmal so ein bisschen das Maß haben, wie wir uns die Schicht ziehen. Wir machen ganz vorne, nee, an sich machen wir hier erstmal komplett zu, genau. So, machen wir erst hier vorne komplett zu. Dann lassen wir auf der Vorderseite, ich denke mal so drei Blöcke sollten reichen. Frei, danach ziehe ich mir das einmal bis nach hinten hin hier an der Wand einfach ran. Und dann fliege ich hier einmal vorne hin, sodass wir jetzt, sage ich mal, hier schon an der Seite das Maß haben, wie das Dach so nach oben geht. Jetzt müssen wir natürlich noch so die Abstände von den Dachplatten machen. Wir fangen an der Seite an, dass wir erstmal hier drei, ja, so eine Dachplatte von drei Blöcken haben. Dann lassen wir eine Reihe frei und setzen hier dann vier Blöcke hin. Wieder ein freilassen, drei Blöcke hinsetzen, ein freilassen. Dann hier wieder vier Blöcke hinsetzen, ein freilassen und dann sollte das hier an der Seite wieder perfekt passen. Hier können wir eigentlich auch sich das Maß erstmal wieder hier so ranziehen. Vorne lasse ich mir hier drei frei, so hinten einmal komplett zuziehen. Und dann kann man an das jetzt hier alles eigentlich bis nach hinten hochziehen, so wie ich es jetzt hier auf der anderen Seite schon habe. Ne, hier vorne hat immer dreier Schichten, ne? Dann geht es hier einmal nach oben und dann einfach bis hinten heran hier, wo wir unseren Betonschicht hier einmal langgezogen haben, einfach gerade ranziehen. Ne, das macht man dann hier auf der anderen Seite auch nochmal. Tja, wenn wir das auf beiden Seiten dann erstmal so weit haben mit den Dachplatten, müssen wir die Dachplatten natürlich noch ein bisschen mit Teer, würde ich mal ein bisschen noch verbinden. Da nehme ich mir einfach ein bisschen schwarzen Beton und fülle hier einfach diese freien Flächen, die ich jetzt hier noch gelassen habe, einfach damit aus, um das Ganze jetzt so ein bisschen abzuheben hier. Gut, dann habe ich das hier auch wieder gezogen. Jetzt können wir das Ganze mal uns betrachten. Ich finde, das geht auch, ne, für so eine Optik und alles. Das passt noch. So, andere Seite auch nochmal. Jo. Die nächste Aufgabe ist dann hier oben einmal das Dach uns hinzuziehen. Ich habe jetzt hier einmal schon mal geguckt, ob das Ganze auch passt, so wie ich mir das vorstelle. Und jo, wir haben uns die verbaut, das geht alles. Wir machen es einmal hier auf der einen Seite, ist eigentlich immer synchron, wie man anfängt, ist ja an sich ja egal. So, wir fangen jetzt an, würde ich mal sagen, der erste Schritt, um uns nicht später zu quälen, ist erstmal hier an der grauen Betonschicht einmal hier eine Reihe von Steinstufen uns hier einmal vorne noch zu platzieren. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Einfach hier erstmal eine Steinstufenschicht ran. Super. So, jetzt geht's los, dass wir uns erstmal den grauen Beton nehmen. Den platzieren wir hier an der Seite einfach einen, noch einen. Dann machen wir hier einen Zweier hin, dann einen. Machen ganz oben drei Blöcke hin. Gehen auch dann wieder so runter, wie wir gekommen sind. So, super. Ganz oben platzieren wir jetzt erstmal nochmal eine Steinziegelstufe rauf, damit wir es am Ende nicht vergessen, dass ich da auch noch was mitmachen muss. So, ansonsten ziehen wir uns jetzt hier so ein paar Platten hin, wie wir das hier unten schon so ein bisschen gemacht haben. Dabei machen wir dann einfach, würde ich mal sagen, hier vorne einfach so eine Dreierplatte hin. Dann lassen wir 1, 2, 3, 4, 5, ups, warte, 5 Blöcke Platz und setzen hier dann auch wieder einen Fünfer einfach mal so hin. So, dann lassen wir hier an sich auch wieder 5 Blöcke Platz. Sollte auch alles passen, dass wir hier einen Dreier haben, 5 frei, ein Fünfer, 5 frei. So, das Ganze kann man jetzt so zuziehen, so wie wir jetzt hier das Maß haben. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich setze noch einen drauf. Und zwar jetzt hier, wo wir freigelassen haben, kommen natürlich Glasfenster hin. Ne? Da kann man dann hier einfach auch gleich mit Glas denn das hier so übernehmen. Das hat eigentlich genau die gleiche Schicht wie die hier. Also kann man das einfach übereinander bauen. Ansonsten, ich ziehe hier nochmal auf der anderen Seite, ne, damit wir mal drin sind. Also wir machen jetzt hier einfach eine Dreierplatte hin, dann ein Fünferfenster hin, dann wieder eine Fünferplatte hin und dann wieder ein Fünferfenster hin und dann sollten wir am Ende hier auch eine Dreierplatte haben. Ne? Und dann ziehen wir das hier einfach mal schnell zu. Haben wir dann oben die Mitte einmal so ausgefüllt, ne, mit unseren drei Dachplatten und zwei Fensterreihen hier. Dann nehmen wir noch einmal unsere Steinziegelstufe, die wir uns ja schon ein bisschen so platziert haben als Erinnerung und platzieren jetzt nur auf unseren Dachplatten, nicht auf dem Glas, noch ein paar Steinziegelstufen. Einfach oben noch so als kleine Halterung. So, und wenn wir das Ganze denn hier fertig haben, ist unser Big Backhaus fertig.
So, dann ist unser Big Backhaus endlich fertig. Können wir uns noch mal kurz hier von innen so ein bisschen umsehen. Jetzt müssen wir natürlich noch einrichten. Das kommt noch. Also das denke ich mal, mache ich jetzt im Nachhinein. Und dann kommt die nächste Folge noch die Tour. Und dann gucken wir mal, was ich mir hier so reinsetze. Ne, wie gesagt, kannst du hier entweder auf jeder Seite so 3 Terrarien machen, also insgesamt 6. Oder ich mache mir hier so 2 zusammen und dann kriege ich so 4 rein. Mal gucken. Okay, so, das war's dann erstmal hier von unserem Big Backhaus. Ich würde sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge an, wie es innen drin aussieht. Aber ansonsten stelle ich mich vorne safety hin. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.